So, ich zeige jetzt einfach mein bestes London. Dann passt das. Mein eines Remigien-Kugelbuch, da war ich auch weiß, ne? Kasu, danke. Ist meine Ehre. Zwanzigtausend auf mich. Irgendeiner hat 100k auf Kugelbuch gesetzt. Oh, Sito, warst du das? Oh, Sito, wenn du schon so lachst, ne, dann warst du das. Du Rotzlöffel. Hundert Kabuter bei die Fische. Aber ich hätte. Du siehst das All-In in mich. Ach du Kacke. Übersicht. Du siehst das. Du hast nur 17k, du hattest doch mal mehr. Oh, Sito, 100k Kugelbuch hat 10k Kanalpunkte. Der hat ja ordentlich Punkte, der ist dann ja immer am Lurken, ne? Halleluja, hätte nicht gedacht, dass Kugelbuch so viele Kanalpunkte besitzt. Lot hat 5000, Exo 4000, Martin 3000 und Blander hat 100 gesetzt. Achso, hast alles verschleudert. Es könnte zu gewagt sein. Es könnte zu gewagt sein, aber ich gehe da jetzt rein. Ich gehe da jetzt rein. Wie sagt man, wer nicht wagt, der nicht verliert, ne? Geht das nicht so? Der war ja klar, ne? Ich wollte erst in Schach gehen, aber das geht nicht wegen dem Rotzlöffel, ne? Ich mach den. Ich mach den. Er macht den. Ich kann zurückziehen. Ja, den Bauern kriegt er sofort zurück, ja. Kann ja mal vorkommen, ne? War ein Versuch wert. Wer macht den? Was ist, wenn ich mal den mache? Das klappt doch niemals, ne? Das sieht er doch sofort. Der ist ja nicht doof. Aber guck mal, kaum spielt man weiß, ist das hier ein normales Schachspiel, ne? Genau, den habe ich ja berechnet, ne? Das ist auch keine Gabel. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das Ding ist, ich habe halt immer noch nicht rochiert, ne? Oh, Lot ist im siebten Tag. Macht mal alle Watchtime. Ich will mal wissen, wer hier der krasseste Supporter ist. Busiasta, 9 Tage, 6 Stunden, wilde Nummer. Fritzi, 3 Tage. Jum, 4 Tage. Aber Lot ist. Neben Busiesta Platz 2, ne? Was hat mein iPad, ne? Mein iPad hat
Wo ist es? 20 Tage, 16 Stunden. Exo 8 Stunden. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Oder? Ich bin im Paradies, Leute. Okay. Okay. Ich war mir so unsicher. Ich war mir so unsicher bei meiner Berechnung. Fritzi, ich hab zwei feste Anmeldungen und eine Voranmeldung. Und die meisten wollen halt saufen, ne? Ne. Kann ich jetzt nicht auf den gehen? Ey, fuck it. Wir gehen auf Sicherheit zuerst auf die Rochade. Ey, Mann. Wenn ich das gewinne, ich schlafe heute Nacht so gut. Ich träume vom Lot Nisko-Gambit von allem. Morgen in der Probeklausur einfach 15 Punkte. Das ist noch nicht vorbei. Klar ist das schon vorbei. Okay, ist es nicht. Wenn ich den mache und der den macht. Vielleicht besetzen wir mal erstmal hier die offene Linie, ne? Das wär's. Erstmal die offene Linie besetzen. Jetzt geht er auf meine Dame, der Ehrenlose. Jetzt will der mir die Freundin ausspannen. Plus 5, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich jetzt? Ey, wie geil. Ich war mir so unsicher, ob diese scheiß Berechnung klappt, ne? Ich war mir so unsicher. Ich war mir so unsicher und dann hat alles geklappt. Komm, den holen wir uns auch noch. Fuck it, wir holen uns den. Ich glaube, ich spiele hier gerade die Partie meines Lebens. Ich war so scheiße, ey, was ist denn hier los? Plus 6, das kann ich, das muss ich doch einfach nach Hause fahren, oder? Aber ihr kennt mich alle, ne? Und Osito, für dich tut's mir echt leid, deine 100k, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Da muss man sich erstmal hinstellen hier. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ne? Ne, der Butcher hat 10.000 auf sich gesetzt. Der hat 10k auf sich selbst gesetzt. Gehe ich denn am besten hin? Ich glaube, ich mache den hier. Wir machen den hier. Sicherheit geht vor. Turm D2 wäre auch eine Option gewesen, das stimmt. Turm D2 wäre vielleicht besser gewesen, aber egal. Ich hatte erst die Idee, den zu machen. Und dann das zu drohen, aber das kann er wahrscheinlich zu einfach parieren. Und ich habe immer noch Angst, dass ich hier irgendwie reinknallt und ich den Springer wegziehe und alles vorbei ist. Oh Mann, 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 Mann. Muss ich davor Angst haben, Leute?
Why not, Logic? Why not? Oh, was mache ich da? Das kann ich noch ignorieren, oder? Kann ich das ignorieren? Fragen über Fragen. Lass mal den hier. Das kann ich doch holen, oder? Ist doch gut. Lass wir jetzt. Komm, plus 7. Gleich 7 Ball freibauen, wenn das so weitergeht. Soll ich dir das Schach geben? Was macht man? Aber der Springer, der kann halt schon pornös werden, ne? Erstmal blocken wir das jetzt hier ab, ne? Erstmal blocken wir das hier ab. Und dann mal gucken. Das ist das Spiel meines Lebens. Das ist fast so... Also wenn ich das gewinne, ist das fast so geil, wie als ich diesen 2000er Franzosen geschlagen habe. Wobei, das bedeutet mir mehr. Das bedeutet mir mehr. Einfach Kugelbuch geschlagen. Und das aufgrund, weil ich richtig gut gerechnet habe. Das war eine Taktik, die ich gesehen habe, ja? Gerechnet, Figuren im Vorteil. Und dann, zack, die Bauern noch eingesammelt. Ach ja. Was macht der denn jetzt hier? Ah, wenn der... Das wäre eine wilde Gabel, ne? Oh, der will sich den holen. Der will sich den hier holen, ne? Weil der gepinnt ist. Aber ich kann das doch nicht verlieren. Was macht man da? Mache ich einfach den hier und alle sind safe? Oder gebe ich erstmal einen Schach? Aber der Schach bringt nichts, dann geht der hier einfach in die Ecke, ne? Komm, fuck it. Ich geb das Schach. Aber wobei, nein, 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 das ist gefährlich. Oder soll ich da echt reingehen und... Wobei, Schach ist Schach, ne? Und der ist dann trotzdem verteidigt. Oh, das klappt. Das klappt. Plus 8. Plus 8. Plus 8. Und jetzt die Gabel. Das klappt. Ey, ich weiß nicht warum, aber ich rechne hier gerade Sachen. Aber das mit der Gabel habe ich erst im zweiten Moment gesehen. Nachdem ich gesehen habe, dass der Zug hier alle meine Probleme mit dem Bauern löst. Und dann habe ich die Gabel gesehen. Matt, ich hatte einen Matt. Ich hatte einen Matt. Wo habe ich denn einen Matt? Hä? Wo hatte ich einen Matt? Hier kann ich doch keinen Matt geben. Kann ich denn einen Matt geben? Ey, aber die Gabel ist... Die Gabel war für den Disrespect. Die Gabel war für den Disrespect. Ey, aber die Gabel ist doch auch sexy. Ey. Für den Disrespect. Für den Disrespect. Ist das immer noch matt? Jo.
Ey, eigentlich müsste ich daraus mein erstes YouTube-Video machen, ne? Wilde Nummer. Das war das Spiel meines Lebens. Das war das Spiel meines Lebens. Ey, Pate. Das war das Spiel meines Lebens. Kugelbuch. Ich weiß nicht, was mit mir los war, ne? Ey, was ich da für Taktiken gesehen habe. Das passiert, wenn man London spielt. Bäm, Alter. Das ist das Spiel meines Lebens. Guckt es euch an, Leute. Zwei Ungenauigkeiten. Okay, dass ich das Matt nicht gesehen habe, okay. Aber egal. Jetzt Timben. Ja, wir raiden jetzt. Das war das perfekte Ende. Alter, das war so schön.